Epilepsie-Warnung. Insofern Sie auf blinkende Lichter mit epileptischen Anfällen reagieren, beachten Sie bitte, dass diese in dem nachfolgenden Video auftreten können. Das Ansehen dieses Videos erfolgt auf eigene Verantwortung. Das war schnell. Hallo und willkommen hier auf dem Podfanation Channel. Diesmal zu einem Review zu One Finger Death Punch. Warte mal. Chinesische Männer? Von den komischen Artworks mal komplett abgesehen, handelt es sich bei One Finger Death Punch um ein interessantes Arcade-Spiel, bei dem man nur zwei Tasten braucht. Auch wenn der Name One Finger Death Punch ist, benötigt man nur die linke und die rechte Maustaste, um das Strichmännchen zu kontrollieren. Und das war's auch schon. Ist der Gegner innerhalb des Balkens links, drückt man die linke Maustaste, ist er innerhalb des rechten Balkens, drückt man die rechte. Ganz simpler Kram. Befindet sich dort kein Gegner, verfehlt man diesen und ist offen für feindliche Angriffe. Im Grunde genommen sehr simples Gameplay und quasi ein simples Dance Dance Revolution-mäßiges Spiel, jedoch hat es mehr als genug Kleinigkeiten wie erhöhte Reichweite durch Waffen, Fernkampfwaffen mit begrenzter Munition, passiven Fähigkeiten und verdammt coolen Modi und ist definitiv nicht so einfach. Im Gegenteil, das Spiel erfordert extrem viel Fingerfertigkeit. Oh, eine Story sucht man hier übrigens vergebens, ist es einfach nur Kung Fu. Muss ja auch reichen. Huja! Beginnt man das Spiel, ist man auf der Weltkarte. Dieses mit überraschend vielen Leveln gespickt, wie man hier unschwer sehen kann. Ich habe längst nicht alle gemacht, aber habe schon fast 2 Stunden in dem 5-Euro teuren Spiel verbracht und es gibt noch viel mehr zu spielen, somit ist dies kein 100% Review, sondern eher ein erster Eindruck. Die Präsentation. Diese hat eine sehr stilisierte Grafik. Als erstes fallen die Strichmännchen auf, welche die Charaktere darstellen. Mögen einige als Fallout stempeln, aber ich persönlich liebe komplexe Strichmännchen-Animationen. Größere Vertreter, welche diese auch heute noch machen, wären zum Beispiel Hiruns Dojo. Super Kram, gibt dem Spiel eine ganz spezifische Atmosphäre. Dazu kommen hübsche Hintergründe, die sich oft wechseln, übertriebene Animationen und Objekte, welche zerbrochen werden können, was sogar Voraussetzung für einige Levels ist. Alles in allem sieht das Spiel verdammt hübsch aus und vor allem die zuvor erwähnten Hintergründe und Animationen können sich sehen lassen. Die Musik reicht von asiatischer Kung-Fu-Klischee-Musik über zu Dubstep, Drum and Bass und epischer Two-Steps von hellmäßiger Musik und anderen. Schöner OST, gefällt mir sehr gut, hat nicht wirklich Bezug zu den einzelnen Levels, aber klingt gut. Und das ist es doch, was zählt. Das Gameplay. Die Basics habe ich ja bereits erklärt, doch wie hält man sowas abwechslungsreich? Modi. Viele, viele, viele Modi. Hier zum Beispiel der zuvor erwähnte Break Mode. Die Zahl oben zeigt an, wie viele Objekte man zerbrechen muss. Das läuft darauf hinaus, dass man ganz normal Gegner tötet und hofft, dass sie in die Objekte hineinfliegen. Keine wirkliche Abwechslung, aber auch nicht sonderlich störend. Dann gibt es noch die sehen ablenkend und stylisch aus und sind Klischees-Modi. Diese sind zum Beispiel Thunderstorm Round, wie sie hier zu sehen sind. Sind eigentlich nur normale Runden, welche nebenbei bemerkt Mob Rounds heißen, aber sehen halt recht cool aus und lenken mit diesen Visuals den Spieler ab. Nichts Weltbewegendes, aber verdammt cool. Definitiv nichts für Epileptiker. Neben einigen anderen wie Dolch-Only-Runden, wie man sie hier im Hintergrund sieht, gibt es noch die Lightsword- und Nunchuck-Runden. Diese sind 100% reines Gameplay, komplett ohne Zusatzitems, bewaffnet mit nur einem Schwert oder halt Nunchaku. Zieht man in den Kampf gegen Dutzende von Gegnern. Simpler geht's nicht, aber der explodierende coole Hintergrund, die verdammt coolen Animationen und das reine Gameplay geben diesem Modus eine ganz besondere Wirkung. Mein persönlicher Favorit. Laserschwerter sind auch einfach nur verdammt stylisch. Des Weiteren ist das im Grunde genommen auch einfach nur der Master Yi Gets Fat Simulator 2015. Im Grunde genommen nur ein riesiger Alpha Strike. Dazu gibt es noch Bossfights, welche zwar ganz nett sind, aber kein wirkliches Highlight des Spiels darstellen. Sie sind im Grunde genommen nur ein Gegner, welcher zu verschiedenen Multi-Hit-Gegnern wird und somit die verschiedenen Muster hat wie links-rechts, rechts-links, links-links-rechts und das halt immer wieder. Recht langweilig, nicht besonders schwer, aber sie sind da. Hätte ich mir jetzt etwas Besseres gewünscht, aber nun gut. Das Fazit. Alles in allem ist One Finger Death Punch ein wunderbar simples Arcade-Spiel mit schöner Bedienung von Klischees, genialer Vielfalt an Animationen, coolem Soundtrack und einem herrlich simplen Gameplay, das so locker und schön von der Hand geht, dass es einen stundenlang fesseln kann, aber auch mal für ein paar Runden zwischendurch geeignet ist. Meine Empfehlung geht an all diejenigen raus, die sich nach einem simplen Arcade-Game umgucken. Das Spiel ist sehr gameplaylastig und sollte deswegen auch nur dann gekauft werden, wenn man sich auf so etwas einlassen kann. Die schicke Grafik ist hierbei wirklich nur die Kirsche oben auf der Torte drauf und die Musik, die Schlagsahne, die sind jedoch bei jeder Torte einfach ohne Torte nicht wirklich toll. Das war wieder Rico von Quadfanation mit seinem ersten Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.